Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mitbekommen, dass ich jetzt auch bei dem YouTube-Kanal von Kingston mithelfe, indem ich da ab und zu ein Video hochlade. Und im Rahmen dieser Kooperation hat Kingston mich gefragt, ob sie nicht auch mal ein Video auf diesem Kanal hier sponsern können. Und dann habe ich gesagt, klar, was wollt ihr machen? Und sie haben gesagt, nimm einfach irgendein Produkt aus unserer gesamten Produktlinie und stell's vor, mach irgendwas Cooles damit. Und ich habe dann direkt mal durch meine Kiste voller Kingston Sachen gewühlt, die ich wegen dem helfen an dem Kanal hier bei mir zu Hause jetzt rumstehen habe. Und dann bin ich auf dieses Ding hier gestoßen. Das ist der Kingston Data Traveler R3.0 G2. Und was erstmal nach einem ziemlich normalen, langweiligen USB-Stick aussieht, ist dann doch ganz schön spannend, weil dieses Teil hier soll angeblich unzerstörbar sein. Und ihr wisst vielleicht, dass ich auf diesem Kanal so eine kleine Geschichte habe mit Geräten, die angeblich unzerstörbar sein sollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, checken wir mal einfach heute dieses Ding aus und überprüfen, wie viel es tatsächlich aushält. Und hier haben wir ihn, den Kingston Data Traveler R3.0 G2. Ach, es gibt doch nichts Besseres als einen leicht zu merkenden Produktnamen, oder? Ha, auf der Rückseite findet man noch ein paar weitere Informationen, aber wir schneiden das Ding jetzt einfach mal direkt auf, um uns den Stick etwas genauer anzuschauen. Der R3.0 G2 ist angenehm klein, leicht und vollständig von einem schwarzen Gummi mit blauen Akzenten umhüllt, das durch seinen Aufbau tatsächlich eine ganze Menge Federung ermöglicht. Wenn man mal so ein bisschen auf dem Stick herumdrückt, hat man einfach so ein Gefühl, als ob man an die technischen Innereien überhaupt gar nicht rankommen könnte. So, als wäre es ganz egal, ob die Technik an sich viel aushält, weil sie schon allein durch die Ummantelung super geschützt ist. Und genau deswegen habe ich den Stick auch einfach mal direkt in mein iMac gestöpselt und eine super geheime und ultra wichtige Top-Secret-Geheimdatei draufgezogen, die auf gar keinen Fall verloren gehen darf. Ein Blackmagic Disk Speed Test darf aber natürlich auch nicht fehlen. Rausgekommen sind bei mir ca. 40 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben und knapp 140 Megabyte pro Sekunde beim Lesen. Sicher gibt es auch teurere Sticks, die da ein bisschen mehr schaffen, aber trotzdem ist es ganz schön zu wissen, dass man hier Dateien auch absolut nicht im Schneckentempo transferieren muss. Und hey, für Full HD Videoschnitt reicht es sogar auch. Aber genug um den heißen Brei geredet, ich schmeiß das Ding jetzt einfach mal ins kühle Wasser. Und das wortwörtlich, denn laut Kingston soll der Stick eine Stunde bei 1 Meter Tiefe aushalten. Gut, zugegebenermaßen, mein Weinglas ist jetzt nicht ganz 1 Meter tief und ich habe auch nicht wirklich eine ganze Stunde gewartet, aber trotzdem war es ganz schön herauszufinden, dass auch nach dem Wasserbad tatsächlich noch alles funktioniert hat. Spannend fand ich aber auch die Angabe, dass der Stick selbst in eisiger Kälte von minus 20 Grad nicht kaputt gehen soll. Und weil ich gerade keine Arktis zur Verfügung hatte, um das zu testen, habe ich dem Experiment von gerade einfach noch ein paar Eiswürfel hinzugefügt, um mir quasi meinen eigenen Nordpol zu Hause nachzubauen. Und siehe da, auch das hat wunderbar geklappt. Hitze soll allerdings auch kein Problem sein, aber ich wollte es dem Stick jetzt auch nicht zu einfach machen, weswegen ich mich dann kurzerhand dazu entschlossen habe, ein bisschen Wasser zum Kochen zu bringen, es in eine Tasse zu gießen und den Stick dann da reinzuwerfen. Wasser hat beim Siedepunkt ja bekanntlich ganze 100 Grad und klar, das kühlt in so einer Tasse wahrscheinlich recht schnell runter, aber ich habe trotzdem lieber mal einen Löffel zum Rausholen benutzt, was mich aber auch nicht vor dem heißen, noch immer funktionierenden Stick bewahrt hat. Gut, Wasser und extreme Temperaturen hat er überstanden, also machen wir mal mit Tests weiter, die etwas mehr, ich sag mal, Krafteinwirkung haben. Den Anfang hat ein ganz normaler Drop-Test gemacht, aber weil der den Stick natürlich nicht so leicht beschädigen konnte, bin ich direkt dazu übergegangen, das Teil auch mal mit etwas mehr Kraft auf den Boden zu schmettern. Ab und zu ist dabei tatsächlich der Deckel abgesprungen, ansonsten ist aber nichts weiter passiert. Also war die Zeit für die Königsdisziplin reif. Kann der Stick meine super wichtige Datei auch vor einem Sturz über 5 Stockwerke auf harten Pflasterstein schützen? Der erste Eindruck war zumindest vielversprechend, denn bis auf einen minimalen Knick am USB-Stecker war das Teil noch in Topform. Und tatsächlich, das Ding wurde auch immer noch sauber erkannt und meine Datei war noch am Start. Vielleicht benötigt man ja einfach eine etwas stärkere Belastung. Deswegen habe ich mir als nächstes mein Auto geschnappt und bin volle Kanne erst mit dem Vorder- und dann nochmal richtig schön mit dem Hinterrad drüber gerollt. Und jetzt hat man auch mal gesehen, was gute 1,5 Tonnen anrichten können, denn der Stick war nicht nur richtig schön dreckig, sondern hatte auch derartige Verbiegungen am Stecker abbekommen, dass man ihn nicht mehr einstecken konnte. Weil ich mich aber einfach nicht zufrieden geben kann und mich auch irgendwie die Neugier gepackt hatte, habe ich mit einer Zange versucht, alles wieder gerade zu biegen und auch wenn mir das jetzt nicht besonders gut gelungen ist,
konnte ich unseren guten R3.0 G2 irgendwann wieder einstecken und siehe da, er wurde auch tatsächlich erkannt, mitsamt meiner wichtigen Geheimdatei. Jetzt wollte ich es aber unbedingt wissen und habe deswegen zu einem etwas unfaireren Werkzeug gegriffen, mit dem ich dann auf den Stick eingedroschen habe. Und nein, ich war nicht wirklich sanft, denn ich wollte einfach herausfinden, ob man das Teil überhaupt kaputt bekommt. Das Ergebnis sah schon mal ziemlich vielversprechend aus. Wenn der Stick vorhin schon verbogen war, müsste man den Zustand, in dem er sich jetzt befand, eher als stark deformiert bezeichnen. Und tatsächlich habe ich dann auch kein Signal mehr aus dem Teil herauskitzeln können. Nichts mehr, es war definitiv tot. Schade eigentlich, ich habe den Stick nämlich langsam richtig lieb gewonnen, aber gut, irgendjemand muss ja auch testen, wo die Grenze ist und vielleicht ist es auch besser so, weil jetzt niemand jemals herausfinden wird, was in meiner geheimen Geheimdatei drin war. Im Allgemeinen hat sich der Stick aber schon sehr gut geschlagen. Ich denke, man muss den schon richtig mutwillig kaputt machen wollen, damit dem Ding irgendwas passiert und im Alltag wirft man seinen Stick ja nicht aus Versehen aus dem Fenster im 5. Stock raus. Von daher sollten eure alltäglichen Dateien auf dem Ding auf jeden Fall verhältnismäßig sicher sein. Und falls doch mal was passiert, gibt Kingston ganze 5 Jahre Garantie auf diesen USB-Stick inklusive kostenlosen technischen Support. Ist auch nicht schlecht. Bevor wir jetzt hier aber gleich raus sind, gibt es noch eine kleine, vielleicht nicht ganz uninteressante Info für euch. Und zwar veranstaltet Kingston exklusiv für euch Felix-Bar-Zuschauer da draußen ein weihnachtliches Gewinnspiel, bei dem ihr nicht nur diesen USB-Stick und diese SSD gewinnen könnt, sondern auch dieses Teil hier, was eine relativ interessante Mischung aus einer Powerbank, einer externen Festplatte, einem SD-Kartenleser und einem mobilen Wi-Fi-Router ist. Und ja, das ist kein Scherz. Wenn ihr das gewinnen wollt, könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen, da gibt es einen Link zur Kingston-Seite, wo das ganze Gewinnspiel stattfindet, also viel Glück. Aber ansonsten war es jetzt mit diesem Video, ich bedanke mich recht herzlich für euch fürs freundliche Zusehen, über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button, freue ich mich natürlich auch wie immer sehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, ciao.